kulinarisch einfach und typisch österreichisch geht's heute bei uns zu. Herzlich willkommen zu einem Panorama, bei dem sich im wahrsten Sinn des Wortes alles um die Wurst dreht und die dazugehörigen Standeln. Anfang der 60er Jahre gab es im ORF sogar eine eigene Miniserie, die an einem Würstelstand spielte. Heiße am Samstag hieß sie und lief im Werbeblock vor dem Hauptabendprogramm. Den Würstelverkäufer namens Alois Brunner verkörperte ein noch ziemlich junger Otto Schenk. Heiße am Samstag. Zigaretten? Danke, Herr. Habe ich Ehre. Haben Sie den kennt? Nein. Ja, wie sonst dann gewusst, dass er Zigaretten kaufen wird? Erfahrung. Das sehe ich dem auch. Aber gehen Sie, der hätte gerade so gut ein paar Frankfurter verlangen können. Der? Nie im Leben. Wieso nicht? Schaut, dazu hat er nicht die innere Reife. Nicht? Das ist eine andere Generation. Der ist gar nicht befähigt, ein Würstel zu genießen, in Senf eintunken, abessen, wieder eintunken, wieder abessen. Dazu gehören Jahre, die hat er nicht. Schauen Sie, ehrlich, kommen zwei Halbstärke zu mir, schirmen Sie zwei Würstel ein bisschen die Mandeln ins Mehl, hauen hinten drauf mit der Hand, weg sind sie. Was sind das für Menschen, frage ich sie. Oft frage ich mich, Alois, warum stehst du da mitten in der Nacht allein und kämpfst auf verlorenen Posten einer runtergehenden Tradition? Aber gehen's. Würstelesser wird's immer gehen. Glaube ich nicht. Sie wollen uns ja die Konzession nicht einmal mehr verlängern. Ja, wer weiß, für was gut ist. Wenn man sieht, was da heranwächst. Einmal möchte ich noch einen jungen Menschen erleben, der einen wirklichen Gusto auf ein paar Frankfurter hat. Schauen Sie, so wie der ausschaut, der Kleine da. Da schaut einer, der was essen will. Wischi, was willst du? Möchtest du einen Schokolade? Nein, ein paar Frankfurter mit Senf. Na, was sagen Sie jetzt? Was kostet das? Nix. Und du musst schön brav kleinweiß beißen und langsam essen. Dass da nicht im Magen liegen bleibt, gell? Du wirst das tun. Die Rolle des Würstelverkäufers brachte Otto Schenk enorme Popularität ein, selbst in gehobenen Kreisen. Als beispielsweise 1962 Dirigent Karl Böhm verzweifelt einen Regisseur für eine Operninszenierung an der Staatsoper suchte, schlug man ihm Otto Schenk vor. Der Meister resignierte kurz und meinte, das ist doch der Würstelverkäufer. Und nach einer Pause verlegenen Schweigens ergänzte er, na super, der ist ja großartig, her mit ihm. Seit 1928 der Würstel-Leo seinen fahrbaren Karren mit Wurstwaren auf die Nussdorfer Straße hinaus schob, seit damals ist der Würstelstand Kommunikationszentrum quer durch alle Gesellschaftsschichten. Vom Hofrat bis zum Sandler, von der Topmanagerin bis zur leichten Dame, der Gusto auf der Hasse, der verbindet eben. Sie schießen wie die Schwammerln aus dem Boden. Sie vermehren sich in allen österreichischen Bundesländern und der Ruf des Burenheidels dringt in die abgeschiedensten Gebiete. Die scheinbar ambulanten Restaurants müssen allerdings eine Straßenstandbewilligung haben. Wer glaubt, einen Platz zu haben, hat ohne große Schwierigkeiten auch seinen Stand. Kein Befähigungsnachweis ist notwendig, um hier seinen Senf dazugeben zu können. Die besondere Ehre des Konsumenten genießt allerdings die Marschverpflegung der Soldaten aus dem Burenkrieg, die Burenwurst. Und was dem Franzosen sein Huhn im Topf, ist augenscheinlich dem Österreicher seine Burenwurst im Papierl. Zu diesem Standl kommt man nach dem Theater. In der Nähe der Staatsoper gelegen, hat man diesem Straßenbuffet den Namen Kleine Sacher gegeben. 1850. Wir sind bei der Operfunk gestanden und dadurch, dass der Sacher daneben war, haben sie so kleine Sachen. Nicht? Und die Leute sind von Sacher immer rübergekommen. Nicht? Die, die gewohnt haben, ich kenne viele gar nicht, die kommen schon 10 Jahre. Und wie der in Wien ist, kommt er sofort da hin. Denen hat es beim Sacher nicht geschmeckt, die sind sie immer sicher geschmeckt, aber er geht her. Der Herr Waldbrunn zum Beispiel, was ein Stammkunde von mir vorne war, nicht? Der hat sich, wenn er nicht selber gekommen hat, können, hat das im Portier geschickt. Und der Bullen musste mir zuerst sehen von da aufschneiden, aber genau gewusst, es kriegt der Waldbrunn nicht. Also von den Prominenten, als jeder Kurt Jürgens ist immer gekommen mit seiner ehemaligen Frau, glaube ich, kann man sagen, nicht? Mit der Simone, da war sie oft bei mir. Peter Weg ist gekommen, dann die Hannelore Marz,
Ne, da waren sie vom Theater, wenn sie gespielt haben, oben im Theater an der Wien, ne, da kommen sie immer runter. Bei mir war der Mordner Markov auch schon. Wie er dann sein Schwächer der Bier gesehen hat, war er sehr zufrieden, natürlich, nehme ich an. Nicht? Und was für ein Senf haben sie ihm gegeben? Also sein nicht, weil den habe ich nicht. Nicht? Die Würstelstände werden immer aufwendiger gestaltet. Der kleine Mann von der Straße erhebt Anspruch auf Komfort. Seit jüngstem fordert er sogar Wegwerfgeschirr, soweit er sich traut. Da muss man hier da hart durchgreifen auch, ne? Ja, wir greifen es da hart durch. Na ja, man haut immer da raus, wenn er deppert ist, ne? Das geht Frankfurt, bitte, was ne? Genommen ist, ne? Man muss halt immer helfen gehen mit den Leuten. Ein paar Frankfurter Hesse, ja? Wir müssen so stark sein, ne? Na ja, sicherlich, das ist man auch, ne? Dafür ist man uns auch wurscht, dass man stark ist, ne? Es kommen zum Jahr ab und zu Fete, da wird ein bisschen antrauen, nicht? Und der Schmäh steht bei mir, nicht? Das ist eh klar. Weil da, ich denke, erstens einmal gebe ich mir gar nichts gern, nicht? Man hat ein Bier oder was. Nicht? Das ist sowas kommt auch vor, ist schon vorgekommen, nicht? Aber die Stanze und die Sache ist erledigt. Wenn man ein bisschen hart ist, man ist höflich, aber bestimmt, dann hat man keine Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten machen sich die Leute nur selber. Ja, oder inwiefern sind sie hart? Na, wenn ich sehe, sag mal, der hat schon zu viel getrunken und der stehen gerade die anderen aus, sag ich, pass auf, der hat schon genug, kommst du anders mal, na, red halt vernünftig so mit den Leuten. Oder wenn er so anderen das Bier wegtrinken will, nicht, macht dann halt auf. So, wir müssen ein Brot, da wissen Sie, die ganzen Stravanzer, Sandler, alles ist da. Und zwei, danke schön. Und da kommt halt alles. Aber andererseits sind das natürlich auch ganz gute Kundschaften, ne, die Sandler und so, ne? Ja, Sandler, mir geben dann Sandler nichts, ne? Ach so. Das kriegt die Sandler nichts, die schickt man weg. Ja, Sie können das nicht erlauben, weil Sie, dass da ein Geschäft ist, beim Fuhren, da sind zwei Sandler drin, der stinkt zum Schluss noch, nicht? Das können Sie nicht erlauben, weil die Leute wollen da in Ruhe essen. Nicht? Besonders auf den Märkten wollen die Leute in Ruhe essen. Spitzenreiter in dieser Hinsicht dürfte der Wiener Naschmarkt mit 12 Ständen sein. Durch das, dass der Großmarkt weg ist, ist natürlich ein geschissener Haken geworden. Man, jetzt habe ich mir einen Kredit aufgenommen, jetzt hänge ich wieder eins, weil nichts da ist. Das ist natürlich auch nicht das Wahre. Obwohl Sie viel mit Heißen zu tun haben, ist das ein eher kaltes Geschäft, ne? Ein Würstelstand. Naja, jetzt habe ich 170.000 Schilling reingesteckt, dass ich eine Fußbodenheizung habe, weil wir direkt unter uns einen Windfluss haben. Das ist natürlich wieder was anderes. Also, jetzt habe ich natürlich auch mal Planning in die Peking. Das ist natürlich schon ein Geschäft von dem, was man leben kann, ne? Darf ich noch was sagen? Ich möchte jetzt zum Film gehen. Zur Ehre der Männer, die unsere Gesundheit in ihren Händen halten, sei gesagt, sie alle essen die gleiche Burenwurst wie ihre Käufer. Schauen auch alle gut aus. Ja, wie der Tirol mag's nicht essen, da der gestern vier Tode kommt. Man tut ein bisschen plaudern, ne? Weil die Leute nur da so zuschauen, wenn der essen tut. Gust und Spritz, es war. Kein Genierer. Keine Würstel. Wissen Sie, man muss ein bisschen plaudern mit den Leuten. Und Ein Schmäh für ein bisschen, nicht, dass man die konnte. Man kann eh nicht viel reden, weil das dauert eh nicht lang und dann geht er wieder aus. Warum schuldest du erst? Pfiff. Wie sprichst du denn mit einem Söhr her, du Bauernschädel? Manche Leute warten auf ein Gespräch, nicht? So, und wenn einer irgendwie nicht, dann die sieht man eh, wenn er plaudern würde, dann nicht. Gibt es wer auch Würstel sein? So, ein gutes nicht. Aber bei uns gibt es die Steirer und das ist der Unterschied nämlich, ja? Bei uns gibt es die Steirer. Nein, darf ich jetzt fragen, was ist der Unterschied? Zwischen Steyr und Werner? Ja, 23 Schulen. Aber ich weiß was anderes. Das Würstel. Jawohl. Ohne Alter, lass mich Alter. Gibt's uns mal drei Russen, ja? Drei Russen. Der Ampelfang, da ist immer ein Russen. Das gibt's ja nicht. Jetzt werden wir mal einen Russen schlicken, ne? Ja, drei, ne? Und drei Zwiebeln bitte dazu. Ja, drei. Willst du nicht sagen vier oder was? Ja, vier bitte. Der Köln ist ganz wieder kooperiert, oder? Ja, 100%, gleich oder später? Ja, immer später. So ist es, ja. Jetzt habe ich mein Geldbörse. Ja, vier hat er gesagt, Chef. Ja? Vier. Herr Chef, ich gebe Ihnen mal. Ja, Friese, ich gebe Ihnen 100 Schilling auf Konto, ja? Konto! Und dann gehen wir später verrechnen. Ja, sagen Sie mal. Herr Liefdahl, das ist der doch nicht so. Servus, Hans. Grüß dich. Schon du schon heute, du warst ein Hefe.
Herr Chef, jetzt tun wir auch rein. Ja, bist du soweit? Ja, das glaube ich. Das heißt ja, Peter, ne? Hans. Aber, ja, ja, Hans, Hans. Aber das ist der Hans mit A. Der Hans, genau. Mit A wie... Der Hans mit O, Hans. Du fängst auch mit A wie Hue, ja. Also, ich will nicht viel sagen, das ist eine kleine Beleidigung. Okay, aber tut ja nicht, hab ich beleidigt. Oh, aber ich bin ja noch minderjährig, ich darf mich ja nicht aufregen, ne? Ach so? So. Sag, du bist mein Chef, das ist mein Eingang und kriegst du dich gut dann. Servus, Herzenbild. Ja, gut, schauen wir uns an. Gut, Hasel. Guter Chef, sicher. Servus. Grüß dich. Du lebst auch noch? Servus, mit der Fabi Hand. Bitte? Ich hab jetzt nicht, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Was ist bei dir los heute noch? Ja, bei den Kameramann fragen, wo ich hinkomme, weil er mich so lange fotografiert. Ja, kann ich Ihnen auch sagen. Am November in Panorama. Der herbe Konversationston, der an diesen Kommunikationszentren herrscht, dauert oft bis 4 Uhr früh. So lange sind die erlaubten Öffnungszeiten. Bis in die frühen Morgenstunden gibt es hier eine Wurst. Aber keine Würstung. Wenn Ihnen die Stimme bekannt vorgekommen ist, Hilde Socher war es, die die Würstelphilosophie von Walter Piesecker vertont hat. Wer hinter der ominösen Budel durchs Fenster schaut, der muss Autorität ausstrahlen, quasi eine Respektsperson sein. Nicht zuletzt deshalb, weil vor allem des Nächtens das Publikum nicht immer einfach zu bedienen und zu handhaben ist. Frauen haben es da besonders schwer. Eine rühmliche Ausnahme ist Anni Haslinger. Sie stellt schon seit Jahrzehnten am Lerchenfelder Gürtel ihre Frau und ist unter der Kundschaft ein allseits anerkanntes Original. Die Wurst, da geht es nur am Würstelstand. Um die Wurst und nichts als um die Wurst. Um die Wurst von unserer Lieben. Anni Haslinger. Alles andere ist uns Wurst, sie lebe hoch. Die Wurst drehte sich schon vor 90 Jahren vieles auf den Wiener Märkten. Die Standeln waren ein beliebter Treffpunkt. Damals wie heute war der Würstelstand Weinstube und Gasthaus des kleinen Mannes. Würstelfrauen gab es auch im alten Wien. Nächtlicher Treffpunkt der meist männlichen Straßenphilosophen ist auch Anni Haslingers Burenwurst-Eldorado am Lerchenfelder Gürtel. Rund 40 der etwa 200 Wiener Würstelstände sperren erst auf, wenn andere schließen. Dieser Würstelstand ist auch ein kulinarischer Magnet für viele ausländische Touristen. Es gibt überhaupt sehr viele Japaner in Wien. Die sind aber ganz herzig zum Bedienen. Man braucht immer weil bis man mit einer zusammenkommt. Wir haben ja so richtig nicht ein Englisch, sondern so ein Tschenglisch. Aber man kommt zusammen, sie sind lieb, sie sind ganz herzig. Und so eine richtige Wiener Bohrenwurst ist denn nicht so schwer? Die essen meistens Brotwürstel, Japaner. Großteils meines Publikums sind Stammkunden, die immer wieder kommen und eigentlich irgendwo bestimmt zufrieden sind, sonst hätten sie nicht kommen. Was nur momentan wird bei der Wurstenabend, was mich irgendwo stört, dass das Wurstessen veramerikanisiert wird. Sie haben fast bei den jungen Leuten keine Wurst mehr, wo nicht, ein Curry und ein Mayonnaise dazu kommt. Also, ehrlich gesagt, da stört es mir die Wahr, weil das passt zu unserer Wurst nicht. Weil bei unserer Wurst ist ja überall Knoblauch drinnen. Und das beißt sie in meine Meinung, ich habe gern Fleisch rein, das beißt sie mit Curry, mit der Mayonnaise, aber bitte, es ist reine Geschmackssache. Also wenn ich eine Burenwurst mit einer Mayonnaise machen muss, wirklich, da können sie mir zuschauen, da stellt mir die Haare auf. Aber ich mag es, ich esse sie nicht. Ein Hotdog, ja, selbstverständlich. Seit 12 Jahren ist dieser Stand in Frauenhand, in 5 Nächten pro Woche. Besonders beliebt ist die Marschverpflegung der Soldaten aus den Burenkriegen, die Burenwurst. Die gelernte Fleischhauerin Anni Haslinger ist selbst ihre beste Kundin. Die Mutter zweier Töchter, am Gürtel bereits eine Legende, ist verbindlich, aber resolut. 90% sind Stammgäste, sie verbringen hier die halbe Nacht. Der herbe Umgangston in diesem Kommunikationszentrum dauert oft bis 7 Uhr früh. Hier gibt jeder seinen Senf dazu. Ich würde nicht einer Frau zumuten, Babsi Papa, viele nette Fahrgäste, gell? Ich würde nicht einer Frau zumuten, die immer nur in einem Büro gesessen ist, vielleicht nur Ketchup bei beide, bitte. Und das soll sie dann in der Nacht herstellen. Also das kann man bestimmt nicht verkaufen. Weil, schauen Sie, ich habe nicht nur nette Gäste, es ist passiert ja auch mitunter, dass mir einer schimpft. Also ich weiß Ihnen ehrlich, ich bin am Anfang ein paar Mal raus, wumm, mitten in die Männer einen.
und die Uhrenfeigen sind geflogen. Mit meinem Aufzug zurückgehalten beim Krawattler gesagt, heißt, ich bitte dich auf, einmal hat einer zurück. Bis jetzt hat noch keiner zurück. Durchsetzungsvermögen, Wiener Schmäh, kalte Getränke und heiße Würstel sind die wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg der 50-jährigen Gastronomin. Der Wiener liebt die persönliche Ansprache. Danke vielmals, danke. Entweder heißen Ihre Kunden Schatzi oder Sie haben einen Vornamen. Wieso? Ja, wenn ich es kenne mit Vornamen, dann spreche ich sie mit Vornamen an. Wenn ich es nicht kenne, dann tut sie mit Schatzi tut sie das irgendwie leichter, als wenn ich sage, gnädiger Herr. Oder ich will fragen, wie der Hansi heißt, den ich schon 11 Jahre kenne, sage ich, tut mir leid. Ich führe ihm zwar in der Flachkasse immer ein bisschen nieder, wenn ich ihn sehe vormittag, aber im Namen weiß ich nicht. Eigentlich haben wir einen Hunger, eigentlich sind wir fast Stier. Jetzt um die Zeit, gar nicht so weit, gibt's noch ein Burenwurst mit Bier. Zu Zeiten, als Würstelstände noch keine Konkurrenz durch Kebabbuden hatten, machten sie sich mitunter ob der Nähe untereinander das Leben im Kampf um die Kunden schwer. Der wohl kurioseste Würstelkrieg tobte auf der Mariahilferstraße vor dem Messepalast, dem heutigen Museumsquartier. Kaiser und König feiterten in unmittelbarer Nähe verbissen mit Dumpingpreisen und mehr Gewicht auf dem Pappteller um jeden Passanten. Malte Olszewski geriet dabei als Reporter zwischen die Fronten. Ein erschlaffter Wahlkampfballon beschattet das untere Ende der Mariahilferstraße. Dort bekriegen sich zwei Würstelstände, von denen der eine gar vorgibt, ein Bistro zu sein. Mit blinkendem Neon und viel Reklame werden hier die Kunden angelockt. Der Konkurrenzkampf beider Stätten der Schnellverpflegung hat zu verwirrenden Preistafeln und im günstigsten Fall zu 13 Dekar schweren Käsekreinern geführt. Dem Diktat des freien Marktes gehorchend ist die heiße Ware hier generell billiger als im restlichen Wien. Ist bei dem einen Stand der Kunde ein König, so wird er nebenan gar zum Kaiser befördert. Der Kaiser lockt mit Topfpflanzen und mit einem Windschutz, damit einem nicht plötzliche Stürme die Burenwurst vom Teller fegen. Von würzigem Rauch umhangen soll ein Farbfernseher für Unterhaltung sorgen. Der Kaiser pocht auf das Recht der Erstgeburt. Er sei zuerst da gewesen, heißt es aus der Umgebung des Kaisers. Das sei nicht richtig, erfährt man aus Quellen, die dem König nahestehen. Er, der König, sei zuerst mit einem Obststand da gewesen. Als dann der Kaiser seine Protzbude aufgemacht und Würsteln verkauft hätte, sei man gezwungen gewesen, mit gleichen Angeboten nachzuziehen. Weder Kaiser noch König stehen in Person hinter der Budel. Was können Sie als Besonderheit empfehlen, besonders Käsekreiner. Gut. Käsekreiner. Da steht geschrieben 13 Decker Käsekreiner. 13 ist bis 15, aber Preis ist gleich. Preis ist gleich. Wie viel kostet der Käsekreiner? 26. 26. Gut, bringen Sie mir ein paar ein Käsekreiner. Bitte. Mit scharfe, süße Ketchup. Okay. Geben Sie mir ein süßes Ketchup. Bitte. Danke. Aufschneiden. Im ganzen Stadtgebiet gibt es des Öfteren nahe beieinander liegende Würstelstände. Aber nirgends wird so erbittert Krieg geführt wie hier. Das erste Zwischenresultat beim kaiserlich-königlichen Testessen. Sehr saftig, sehr fleischig, ohne Knochenteile. Geschmack eher mild. Ein bisschen mehr Paprika, Pfeffer könnte es vertragen. Portion, wie man sieht, sehr groß, ausreichend. Im Niemandsland zwischen den Fronten ein Maroni-Brater. Er verpflegt sich beim König und lässt den Kaiser Kaiser sein. Der König soll, so eine Beschuldigung des Kaisers, nur wegen seiner guten Beziehungen zum Rathaus diesen Standplatz auf Gemeindegrund erhalten haben. Der König lässt dementieren. Der König verdächtigt seinerseits den auf Bundesboden des Messepalastes brateten Kaiser, Stammkunden mit nicht angeschriebenen Dumpingpreisen zu verwöhnen. Er, der König, habe zuerst die Idee gehabt, den Kunden zu intronisieren, worauf der Konkurrent zurückschlug und den Kunden zum Kaiser machte. Angesichts von Kaiser und König scheinen die Passanten Hunger zu bekommen. Schichtenspezifisch gibt es keinen Unterschied. Frauen und Männer, Junge und Ältere, In- und Ausländer, Arbeiter und Angestellte, sie alle scheinen sich gleichmäßig intensiv auf beide Würstelstände zu verteilen.
Wir befinden uns beim König und setzen unsere Verkostung, unsere Degustation fort. Hey Frau, was können Sie mir empfehlen aus Ihrem Angebot? Käsekreiner. Ja. Ist bei den Passanten vielleicht das Unterbewusstsein im Spiel? Wird unterhalb der Bewusstseinsschwelle die Erhebung zum Herrscher wahrgenommen? Wird die imperiale Alternative vom Unterbewusstsein an den Magen gemeldet? Ich habe sie mir aufschneiden lassen diesmal. Saftiger, würziger. Würziger, saftiger wie beim Kaiser. Allerdings hat der Kaiser mehr Käse drin. Umfassende Feldforschung. Ja, weniger käsig. Wäre notwendig, um das Rätsel der Käsekreiner zu lösen und zu begründen, warum hier Hunger verstärkt auftritt. Und ob Kaiser und König dem Kunden wirklich wurscht sind. Zu guter Letzt wollen wir noch wissen, was ist eigentlich drinnen in unseren Frankfurtern? Mit geschickten Würzen kann man ja bekanntlich einiges kaschieren. Deshalb tritt Jahr für Jahr der Verein für Konsumentenschutz auf den Plan und nimmt quer durch Wien von Würstelständen Stichproben, um sie zu testen. Sehen Sie jetzt hier das Ergebnis aus dem Jahr 1972. Und achten Sie bitte besonders auf die bierernsten Mienen der Testerinnen und Tester. Frankfurter gehören zu den Spezialitäten aus Wien. In jedem Kaffeehaus, in jedem Gasthaus bekommt man sie und auch an den Würstelständen, ebenfalls eine Wiener Spezialität, werden sie nach der Burenwurst am häufigsten verlangt. Wie sie schmecken, weiß man. Aus welchen Ingredienzien sie sich zusammensetzen sollen, sagt uns der Fachmann Dr. Psotter. Frankfurter sind Bratwürste der ersten Sorte. Sie bestehen aus 100 Teilen Rindfleisch 1, 80 Teilen Wasser. Daraus wird Brät hergestellt und 75 Teile Brät und 25 Teile Speck ergeben in Schafsseitlingen geräuchert und gebrüht Frankfurter. Wie man sie isst, ist jedem Einzelnen überlassen. Was man aber isst, wenn man sie isst, ist genau festgelegt. Und so kaufte denn der Verein für Konsumenteninformation bei 26 Wiener Würstelständen rohe Frankfurter und übergab diese der Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Gemeinde Wien zur Prüfung. Das Ergebnis war enttäuschend. Zuerst wurden die Frankfurter verkostet. Ein halbes Dutzend Experten beurteilte die Würstel unabhängig voneinander nach Aussehen, Geruch, Geschmack, Biss und so weiter. Nach dem Verkosten wurden die Meinungen der 6 Tester verglichen und es konnte auf diese Weise das erste Ergebnis der sinnenmäßigen Prüfung, Fachleute sprechen von organoleptischer Beurteilung, ermittelt werden. Das Ergebnis dieser Verkostung war 11 Proben von 26, das sind 42,4%, entsprachen. 12 Proben wurden bei der Geruchs- und Geschmacksprüfung als mangelhaft beurteilt. 3 Proben wurden als verdorben bezeichnet. Frankfurter, haben es also in sich. Wie würde der Wiener sagen? Ach so, Sauerei. Also heutzutage ist sicherlich alles wesentlich besser, denn glauben Sie mir, wenn man sich durchgekämpft hat durch dutzende Verordnungen zum Betreiben eines Würstelstandes, dann setzt man das nicht leichtfertig durch zu Wasser, Mehl oder flachsenreiche Würstel aufs Spiel. In diesem Sinne, Mahlzeit und auf Wiedersehen beim nächsten Panorama.